Hallo ihr Lieben, ich bin die Dora. Heute habe ich ein super spannendes Thema für euch. Und zwar geht es um den Fersensporn. Wenn du wissen möchtest, was der Fersensporn ist und ob du eventuell auch einen Fersensporn hast, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Als Fersensporn bezeichnet man die Verknöcherung eines Sehnenansatzes unter dem Fuß. Wenn du wissen möchtest, ob du einen Fersensporn hast, dann habe ich diese wichtigen Anzeichen für dich. Du wachst morgens auf und hast schon Schmerzen beim ersten Schritt. Dann haben wir noch einen Hinweis, zum Beispiel, wenn du lange stehst oder lange gehst, dass du dabei Schmerzen hast. Oder auch die Ferse ist sehr druckempfindlich. Nach sportlicher Belastung hast du Schmerzen. Das sind so ein paar wichtige Hinweise, die darauf hindeuten können, dass du einen Fersensporn hast. Mögliche Ursachen für einen Fersensporn können einfach sein, dass du dir neue Schuhe gekauft hast, zum Beispiel. Oder du hast deinen Trainingsplan verändert. Du hast dich überlastet oder unterlastet, das geht beides. Du hast eine Bewegungseinschränkung am Fuß. Du bist lang gestanden. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Ursachen auch noch, aber es waren jetzt mal so die wichtigsten Ursachen. Jetzt zeige ich euch noch den Selbsttest. Dafür braucht ihr euren Fuß. Ihr nehmt beide Finger, fahrt unterhalb von der Ferse herunter und wenn ihr da einen Schmerz merkt, dann wisst ihr schon, da sitzt der Fersensporn. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Fersensporn behandeln könnt. Wir nehmen zuerst den breiten Aufsatz und starten großflächig auf der Faszie. Ihr könnt wieder kreisende Bewegungen machen oder hoch und runter, das ist ganz egal. Jetzt kommen wir noch zu der Wirkung der Autogan. Und zwar durch die Vibration der Autogan auf das Gewebe entstehen folgende positive Mechanismen. Der mechanische Druck erhöht die Durchblutung in dem betroffenen Bereich und eine erhöhte Durchblutung bedeutet mehr Sauerstoff und Nährstoffe im Gewebe, was wiederum den Heilungsprozess anregt und Entzündungen reduzieren kann. Durch diese tiefen Vibrationen entspannen sich Faszien und Muskeln und wir können die Verklebungen und Verspannungen lösen. Eine andere Behandlungsvariante wäre mit dem Fußmassagegerät. Wenn du deine Füße stark belastest beim Sport oder auch im Job, dann benutzt doch einfach dieses Massagegerät. Entweder präventiv, vorbeugend, wenn du noch keine Schmerzen hast oder eben, wenn du schon Schmerzen hast, um den Schmerz wegzubekommen. Jetzt zeige ich euch noch drei Übungen, die ihr beim Fersensporn machen könnt. Erstens die Dehnung eurer Wadenmuskulatur. Dazu bleibt die Ferse auf dem Boden stehen. Das rechte Bein geht nach vorne in die Beugung und ihr geht nach vorne, bis ihr die Dehnung in eurer Wade und der Achillessehne spürt. Das Ganze machen wir dynamisch, wieder rausgehen und wieder reingehen bis zur Dehnung. Achtet dabei, dass der Fuß nicht außen steht oder innen, sondern richtig schön gerade. Für Übung Nummer 2 braucht ihr eine wackelige Unterlage. Entweder rollt ihr eure Trainingsmatte oder ihr nehmt ein Wackelkissen, so wie ich das habe. Stellt euch drauf und versucht das Gleichgewicht zu halten. Jetzt muss die Fußmuskulatur richtig schön arbeiten. Achtet darauf, der Schmerz darf nur leicht vorhanden sein und sollte nach 24 Stunden wieder weg sein, damit keine Überlastung stattfindet. Ein paar Sekunden halten und dann könnt ihr das Bein wechseln. Dann hat auch der andere Fuß was davon. Das Knie ist leicht gebeugt. Dadurch kräftigen wir die Fußmuskulatur. Bei dieser Übung zeige ich euch jetzt noch, wie ihr die Fußmuskulatur aufdehnen könnt. Ihr geht mit den Zehen an die Wand. Dann hebt ihr die Ferse nach oben, sodass Zug auf eure Fußmuskulatur kommt und die Zehen, eine leichte Dehnung solltet ihr spüren. Dann wieder absetzen und wieder reingehen. Und wieder absetzen und wieder reingehen.